Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Wir reagieren, beziehungsweise ich reagiere heute auf die Takumi, beziehungsweise auf die EP von Takumi, und zwar Vermächtnis-EP. Leute, wenn ihr Bock drauf habt und ich mehr Reactions machen soll, in dem Sinne, dass ich mal auf ganze EPs oder sogar auf ganze Alben reagiere, schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren, ob ihr darauf Bock habt. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange und starten direkt rein mit dem ersten Track, Passiert. Ja, die EP kam übrigens heute um 0 Uhr. Also gehört dem Bruder auf jeden Fall. Streamt das Ding rauf und runter. Und dann würde ich sagen, starten rein. Gib ihn. Schöner Beat auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall... Ich sag jetzt mal was Deepes an sich. Feier ich auf jeden Fall. Gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut, das erste Lied. Ja. Ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass ja, Wertschätzung auch ein deeper Song wird. Weil der Titel ist schon meiner Meinung nach deep. Aber ja, mal gucken, ne? Starten mal rein hier. Es ist so viel passiert, mach die Augen auf und seh, du bist immer noch hier. Selbst an regnerischen Tagen bist du immer noch hier, ey. Sag mir, was ist passiert, girl. Warum muss jetzt diese Java-Update reinscheißen? Scheiß drauf, Digga, wirklich. Egal, zum Glück habt ihr den Sound nicht gehört. Ja. Warte, jetzt habe ich den Anfang. Okay, sehr schön. Sehr schön. Stimme unterm Beat. Sehr, sehr schön. Oder beziehungsweise hinterm Beat. Ich weiß leider nicht, wie man das nennt. Wenn die Stimme so im Hintergrund ist. Also klar, die Stimme ist im Hintergrund, das ist klar. Aber da gibt es doch bestimmt einen Fachausdruck für. Hinterm Beat, unterm Beat, keine Ahnung, was weiß ich. Es ist so viel passiert, mach die Augen auf und seh, du bist immer noch hier. Selbst an regnerischen Tagen bist du immer noch hier, ey. Sag mir, was ist passiert, girl. Sag mir, was ist passiert, dass du Distanz musst von mir. In den Jahren viel erlebt, doch ändern lässt sich daran nichts mehr, ey. Ändern lässt sich daran nichts. Okay, es geht in eine tiefe Richtung, in so einen, in die Richtung von wegen, ja. Mit der Person war die Zeit gut, aber auch schlecht. So, in die Richtung. Zumindest kommt das für mich so rüber. Gefällt, ne? Gefällt mir. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich feiere solche deepen Tracks. Bin ich ja kompletter Fan von. Ich bin kompletter Fan von solchen deepen Tracks. So, ich liebe Deep Deutschrap, ne? Bestes Beispiel dafür ist einfach Reportagen. So, er macht seine Disses, er hat aber auch seine deepen Sachen am Start. Und ja, sowas gefällt mir. Sowas fehlt meiner Meinung nach im Deutschrap so ein bisschen. So von den Leuten, die man so normalerweise hört. Aber das hier, der Song gerade, ist strong. Gefällt mir jetzt schon, noch 44 Sekunden. Girl, ist so viel passiert, nun liegen wir wieder mal hier. Steinklarer Himmel und in meiner Hand das Papier. Hey, es ist so fucking viel passiert. In meinen Augen hab ich deine Lippen anvisiert. Irgendwann kommt der Tag, dann ist alles vorbei. Doch was bleibt, ist die Erinnerung, die an uns immer bleibt, ey. Es gibt Tage, ey, da denk ich an dich. Oh, scheiße. Einfach verreckt während der Aufnahme. Oh, ich hab mich gerade verschluckt. Oh Gott. Ey. Oh mein Gott, Digga. Das tat gerade mies weh. Oh. Oh, scheiße, Alter. Mach den Kopf aus und dann denk ich an nichts. Spotify gibt Money Boy, sag wie es ist. Zwar nicht auf einer Bühne, dafür in deiner Playlist. Bald wird da. Dafür nicht auf einer Bühne, aber dafür in deiner Playlist. True. True. And why?
The thing is like, bro. Gerissen und die Szene gefällt, yeah. Die Szene gefällt. Es ist so viel passiert, mach die Augen auf und seh, du bist immer noch hier. Selbst an regnerischen Tagen bist du immer noch hier, ey. Sag mir, was ist passiert, girl. Ey, ich muss ja auch ehrlich sagen, ich finde die Stimme von Takumi so nice. Ey, er hat so eine krasse Stimme. Ey, bitte. Aber alle von Shiroshi haben eine krasse Stimme. Shogun hat eine krasse Stimme. Gohan hat eine krasse Stimme. So, am meisten, Gohans Stimme hat mir am meisten gefallen bei Need for Speed. Muss ich ehrlich sagen. Bei Need for Speed war seine Stimme anders krass. Aber auch bei Takeover, Takeover 2 war seine Stimme krass. Bei Mbappé war seine Stimme krass. Generell bei allen Songs sind die Stimmen krass. Es gibt jetzt aber indirekt von allen drei Leuten einen Song, wo ich sage, dass der eine 100 von 10 ist. So, kann ich schlecht einschätzen, weil alle Songs sind gut. So, ich muss, wobei bei Shogun kann ich sogar ehrlich sagen, welcher mir sehr, sehr gefällt, und zwar Thunderstorm. Ja. Thunderstorm war krasser Track auf jeden Fall. Dem muss man sich auf jeden Fall geben. Müsst ihr euch geben, ey. Ich sag's euch, ich pack einen Link zu Thunderstorm in die Kommentare, yeah. In die Videobeschreibung, gebt euch diesen Song, bitte. Der ist krank geworden. Sag mir, was ist passiert, was... Ey, aber ganz ehrlich, zu dem Song jetzt. Es geht auf jeden Fall in so eine Deep-Richtung, die mir gefällt. Es geht in die Richtung, die mir richtig gut gefällt. So, von wegen, ja, mit der Person war das Leben gut, aber irgendwie auch scheiße. So diese Zeit, die man mit der Person hatte. Ey, ich schwör's euch, wenn ich anfangen würde, über meine Sachen zu reden, ne? Und das in einen Song verpacken würde, ey, yo, dieser Song würde, weiß ich nicht, 3 Tage gehen. Krass nicht, ne? Aber wenn ich alles erzählen würde, dann. Keine Ahnung, Digga, dann würde der Song mindestens eine halbe Stunde gehen. Mindestens. Also minimal eine halbe Stunde, maximal, keine Ahnung, schon bis 1,5 Stunden. Bin ich ehrlich. Aber egal, hier geht's nicht um mich, hier geht's um den Ehrenbruder Takumi. Ist das was von mir in den Jahren viel erlebt, doch ändern lässt sich da nichts mehr, ey. Ändern lässt sich da nichts mehr, nee, yeah. Schön mit Homies ganze Nacht, es ist alles entspannt. Zwischen Deep Talks, Saufen und Blatt in der Hand. Mache Mucke mit den Jungs, das ist das Beste, was gibt. Doch die Stimme. Boah, diese doppelte Stimme ist geil. Zerschmettert irgendwann dein Gesicht. Irgendwann ist vorbei, ja, da gibt's kein Pardon. Mache mit Sporty Welt, girl, you are so fucking gewonnen. Was hast du gerade gesagt? Alles entspannt, zwischen Deep Talks, Saufen und Blatt in der Hand. Mache Mucke mit den Jungs, das ist das Beste, was gibt. Doch die Stille, ja, zerschmettert irgendwann dein Gesicht. Irgendwann ist vorbei, ja, da gibt's kein Pardon. Irgendwann ist vorbei, es gibt kein Pardon. Oh, okay, geile Line. Geile Line. Irgendwann ist alles vorbei, es gibt kein Pardon, okay. Geile Line auf jeden Fall. Das ist eine geile Line, einfach wegen, Pardon. Also ich weiß, Pardon ist Entschuldigung im Französisch. Weißt du, das weiß ich, ohne dass ich Französischkurs damals hatte. Ich war damals Spanischkurs, ich habe alles gemacht, um da rauszufliegen. Ich hab's geschafft. Aber, ey, geile Lines. Es gibt echt geile Lines. Gibt es den Tay? Das müsste ich eigentlich mal echt herausfinden. Ob es den Text bei Genius gibt zu den Liedern. Weil bei Genius gibt es ja irgendwie nicht alle Lieder, ne? Ich weiß gar nicht, ob seine Lieder da mit drin sind. Zumindest von den Liedern hier jetzt. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, für die EP 6 Tracks, 17 Minuten, stabil. Stabil. So, und die Tracks gehen, es gibt 3 Tracks, die gehen über 3 Minuten, oder jetzt nähe 3 Minuten, aber halt 3 Minuten Songs, haben wir 3 Stück und 3 2-Minuten Songs. So, was will man mehr, Bruder? 17 Minuten, Bruder. Überleg mal, das sind trotzdem fast 20 Minuten, die du hörst. So, dann mit so einer krassen Stimme, Digga. Hä? Bruder. Takumi, falls du das Video siehst, wann kommt Album? Wann kommt dein Album? Ich will ein Album. Mach ein Album, bitte. Oder mach zu dritt ein Album. Mir egal, mach ein Album, bitte. Irgendwann
Spotify get money, boy, sag wie es ist. Zwar nicht auf einer Bühne, dafür in deiner Playlist. Bald wird da hey, aber geile Hook. Und die Szene gefickt, yeah. Ich muss sagen, das ist eine geile Hook. Ich bin ja generell Fans von seinen Hooks. Ich fand seine Gegensatz-EP auch geil. So, aber der Bruder haut irgendwie, wenn dann nur Singles oder EPs raus, mach mal ein Album. Mach ein Album. Mach zu dritt ein Album, ich würd's holen. Ich würd's kaufen. Wenn's als Box kommt, ich würd's kaufen. Wenn's als CD kommt, ich würd's kaufen. Ich würd's kaufen. Die Szene gefällt, es ist so viel passiert. Mach die Augen auf und seh, du bist immer noch hier. Selbst an regnerischen Tagen bist du immer noch hier, ey. Sag mir, was ist passiert, Girl? Sag mir, was ist passiert, dass du Distanz musst von mir? In den Jahren viel erlebt, doch ändern ist sich da nichts mehr, ey. Ändern ist sich da nichts mehr, ey, yeah. Oh. Ey, sehr schöner erster Song, vor allem mit diesem Beat-Ausklang jetzt. Kam noch kranker rüber. So, man hatte erst diesen Beat-Einstieg, dann jetzt diesen Beat-Ausstieg. Ey, das ist geil. Das ist geil. Das feiere ich jetzt schon. Fazit zum Song passiert. Ja, für 3 Minuten sehr strong. Geht in so eine Richtung, die mir gefällt. Es geht auch so ein bisschen in die erzählerische Vergangenheitsrichtung. So. So, also habe ich jetzt so an manchen Lines so rausgehört. Aber die eine Line fand ich geil, das mit dem Pardon, das fand ich geil. Das war die geilste Line für mich. Und ja, ich hoffe, Shiroshi wächst weiter. Ich hoffe, die kommen irgendwann ganz groß raus. Und vielleicht, ich hoffe, dass irgendwann alle drei mit irgendeinem Song oder mit einem Song, wo alle drei draußen in Gold gehen. Ich würde es den drei so wünschen. Ich drücke die Daumen, dass das auf jeden Fall was wird. Dass die irgendwann in den Charts stehen. Ich würde es den drei echt wünschen. Ne? Ich gönn's den drei so krass. Die machen so krasse Musik. Gut, von Dings von Gohan hört man zwar kaum was eigentlich, so was Musik angeht. Aber ey, wenn man keine Lust hat oder wenn man keine Ideen hat zum Beispiel, dann gar kein Problem. So, Musik ist Leidenschaft. So. So, viele machen das so als Beruf, so kein Wunder, dass sie dann so, weiß ich nicht, 80 Millionen Songs gefühlt im Jahr machen und gefühlt 40 Alben im Jahr. Aber er hat hier auch stehen, Rapper aus Leidenschaft, so, er macht Musik, wenn er Bock drauf hat. So, er macht Musik, wenn er Bock hat. So, und so ist das auch mit Shogun und Gohan, so, die machen Musik, wenn sie Bock haben. So, und bei Shogun weiß man ja, dass nächste Woche, glaube ich, war das, wenn ich das richtig gelesen habe, dass nächste Woche Song droppt. Wenn ich das richtig gelesen habe, ich weiß es nicht, kann rüber nächste Woche sein, ich weiß es gerade ehrlich nicht. Aber ich meine, es ist nächste Woche. Da bin ich auch mal gespannt, wie der dann wird. Aber ja, kommen wir zum zweiten Track der EP, und zwar Nur Dich. Könnte auch wieder in so eine Deep Richtung gehen. Ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. 2 Minuten 33 geht das Ding. Schauen wir mal, was so abgeht, ne? Gehen wir rein. Oh, okay, ey. Ey. Wer hat diesen Beat produziert? Wer hat den Beat produziert? Haben wir das hier irgendwo gesehen? Da, mitwirken. Wer hat den produziert? Steht nicht bald. Schade. Ey, wer auch immer diesen Beat produziert hat. Krasser Typ. Wobei, ich kann mir vorstellen, wer den produziert hat. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, wer den produziert hat. Ne, Pesk, oder? Warst du das? Wenn ja, ey. Ey, ich will nichts sagen, ne? Aber ey, dieser Beat ist jetzt schon geil. Aber das krasseste für mich von der EP an sich ist das Cover, Digga. Gönnt euch mal kurz das Cover. Ist geil, oder? Virgil Graphics ist krank, Bruder.
was der zaubern kann, mit bisschen Zeit und so. Ey, das ist geisteskrank. Es könnte einfach so ein Netflix-Cover sein, einfach. Es könnte halt einfach so ein Netflix-Ding sein, ne? Für dieses Best of 100 oder Best in 100 oder so, keine Ahnung, wie dieses Ding da heißt. Egal. Es geht hier nicht um Netflix, es geht um Takumi. Ne? Die Bühne gehört ihm. Ich muss noch mal diesen Einstieg, wenn der war, ja, der war, ey. Wer hat die Vocals im Hintergrund gemacht? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wer diese Vocals gemacht hat. Diese Vocals klingen so schön, wobei, warte mal. Es hört sich ein bisschen an wie Shogun, ne? Es hört sich leicht an wie Shogun. Kann es sein, dass Shogun die Vocals gemacht hat, die im Hintergrund gerade sind? Ja, da könnte hinkommen, ja, könnte hinkommen. Okay, es war nicht Pask. Es war nicht Pask. Okay, da wurde gerade gesagt, wer den Beat gemacht hat, aber ich habe keine Ahnung, ich habe nicht verstanden. Aber okay, ich fange noch einmal von vorne an, dann lasse ich durchlaufen. Ja, aber die Vocals sind krank. Ich weiß nicht warum, aber ich krieg auch beim Beat gerade übelste Netflix-Vibes. Ich weiß so gerade nicht von welchem Netflix-Lied. Ich habe aber miese Netflix-Vibes. In dieser Welt, ja, da gabst du dich. Geht die Sonne dann unter, ja, dann ist es widerlich. Es gibt keinen Kaum aus diesem Drecksystem. Dann gibt es Leute. Was ist das für ein geiler Einstieg mit seiner Stimme? Scheiß die Wand an. Jo, hey, was hast du gemacht mit diesem Song? Was hast du gemacht? Bruder Vici, was hast du gemacht? Ey, bitte. In dieser Welt, ja, da gabst du dich. Geht die Sonne dann unter, ja, dann ist es widerlich. Es gibt keinen Kaum aus diesem Drecksystem. Geht die Sonne unter, ist es widerlich. Nicht widerlicht, sondern widerlich. Bruder, ey, da muss ich, musste gerade ein bisschen hinter die Ecken denken, ne? Weil ich das nicht ganz verstanden hab. Dann gibt es Leute, die hinter uns über Leichen gehen. Ihr habt keine Zeit, deswegen bleib ich hier. Schreibe Zeile für Zeile auf das leere Papier. Ach ja, und merkt ihr eins, mich zu dissen ist ein schwerwiegender Fehler, das wirst du schon verschwört zu. Ich glaube, wenn man ihn disst, alle drei antworten. Ich glaube, man braucht nur einen von Chiroshi dissen, die machen zu dritt ein District gegen dich. Deswegen, macht nicht. Wenn ihr nicht wollt, dass drei Leute euch komplett auseinandernehmen, lasst es sein. Wie brutal ich auf diesen Beats bitte meine Zeit. Ey, brutal auf diesen Beats bitte? Ey, du hast meinen Respekt für diesen Beat bekommen. Du hast meinen Respekt für diesen Song alleine bekommen. Dieser Song ist geisteskrank. Mir gefällt der Beat, mir gefällt der Einstieg von seiner Stimme. Die Vocals sind immer noch am geilsten, kann man nichts gegen sagen. Aber bitte, ey, was ist das für eine geile Beat-Entscheidung für den Song? Ey. Den ich entkomme, so wie ein Hell's Kitchen, eure Lieblingsrapper klingen mittlerweile alle weg, doch heute die. Es ist so true. Habt ihr schon mal diese ganzen Tracks von irgendwelchen Rappern angehört, die man so 2018 bis jetzt so gehört hat? Oh, gefühlt, die machen alle nur noch Schlagermusik, Digga. Was ist das? Bitte. Scheiß einfach wirklich drauf, Digga. Du kannst keinen vernünftigen Deutschrap mehr hören. So, das meiste ist entweder scheiße, gesampelt bis zum Umkippen. Oder halt einfach irgendwelche Billo-Kacke, die aus irgendeinem dreckigen Loch gezogen wurde. Bitte. Hey, Digga, Deutsch ist so am Arsch. Seit Anfang 2023 ist Deutsch so am Arsch. Bitte. Man kann mir nichts erzählen, dass Deutsch noch irgendwelche guten Leute hat. So, nenn mir drei Leute, die Deutschrap-mäßig und die Deutschrap-Musik-mäßig noch gute Musik machen im Deutschrap. Nenn mir drei Leute, abgesehen jetzt von Gohan Takumi und Shogun, weil die machen gute Musik. So, das sind die einzigen, ich sag jetzt mal, Deutschrapper, wobei es sind ja Deutschrapper, ne, machen ja deutschsprachig, ne. Das sind für mich die einzigen drei Deutschrapper, die noch meiner Meinung nach gute Musik machen, plus Reportagen. So, Reportage macht auch geile Mucke, nur der Typ macht im Moment nichts. Schade eigentlich drum, von ihm würde ich auch mal wieder gerne was hören.
Takumi. Wisst ihr, er ist perfekt, wissentlich. Schaltet ihr euch einfach alle selbst. Habt gekauft, ihr Klicks, bringt euch nicht weiter. Bringt euch kein Geld, diese Szene ist ekelhaft. Dreckig und verfällt. Im Endeffekt ist mir sowas von egal, was er davon hält. Und ich weiß, dass du mich. Oh mein Digga, diese Stimme, Mann. Junge. Hey. Nicht leiden kannst, doch das ist mir sowas von egal. Ich geb einfach nen Fick drauf. In dieser Welt, ja, da gabst du dich. Dann geht die Sonne dann unter, ja, dann liegt es wieder nicht. Es gibt keinen Kommen aus diesem Drecksystem. Mir gibt es Leute, die hinterrücks über Leichen gehen. Ihr habt keine Zeit, deswegen bleib ich hier. Schreibe Zeile für Zeile auf das leere Papier. Ach ja, und merkt ihr eins, mich zu dissen ist ein schwerwiegender Fehler, ey, das wirst du schon verstehen. Seit ungefähr 2 Jahren stich am Mike. Dieses Jahr kommt mein Album, ich hoffe, ihr seid bereit, so viel. Was? Was? Album? 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 Was? Seit ungefähr 2 Jahren stich am Mike. Dieses Jahr kommt mein Album, ich. Und dieses Jahr kommt sein Album? Wann? Wo bleibt wo ist die Ankündigung? Wo ist die Ankündigung? Mach Ankündigung. Ich pre-save auf allen Plattformen. Krass, ich, ne, weil ich hab nur Spotify, ne, aber. Ne, trotzdem. Mach mal Ankündigung. Hau mal raus die Ankündigung. Ich mach Pre-Save. Ihr seid bereit, so viele Verse geschrieben. Ich bin bereit. Wo bleibt die Ankündigung? Wie gesagt, wo bleibt die Ankündigung? So viele Parts verfasst. Ein paar Leute werde ich mich unterkriegen, das hast du nie geschafft. Ich schreibe Party, so unglaublich nach vorne gehen, dass ich mich jedes Mal aufs Neue frage, wie sowas geht. Musikalisch bin ich von mir so überzeugt, hab das Musikding. Und ich weiß, dass du mich nicht leiden kannst, doch das. Ey, bitte, wer kann ihn nicht leiden? Wer kann ihn nicht leiden? Wer? Wer ihn nicht leiden kann? So was, so im Musiktechnischen, ich weiß nicht, was so privat bei ihm abgeht. Wer ihn musiktechnisch nicht leiden kann, hat keinen Geschmack. Der soll gehen. Der soll gehen. Wer ihn musikmäßig nicht mag, geht weg, bitte, geht weg. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Geht weg. Es ist mir sowas von egal. Ich geb einfach den Fick drauf. In dieser Welt, ja, da gabst du dich. Dann geht die Sonne dann unter, ja, dann gibt es wieder nicht. Es gibt keinen Kommen aus diesem Drecksystem. Mir gibt es Leute, die hinter uns über Leichen gehen. Ihr habt keine Zeit, deswegen bleib ich hier. Schreibe Zeile für Zeile auf das leere Papier. Ach ja, und merkt ihr eins, mich zu dissen ist ein schwerwiegender Fehler, ey, das wirst du schon verstehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, irgendwann holen wir uns einen Vertrag, ja. Fick euch alle, die gegen uns etwas sagen wollen. Ja. Ey, für mich bis jetzt der krasseste Song. Für mich ist das jetzt gerade wirklich der geilste Song von der ganzen EP. Und das, obwohl ich gerade mal den zweiten gehört habe. Ich habe noch 4 Tracks, die ich hören muss. Beziehungsweise einen davon kenne ich. Zwar den nächsten, den kenne ich schon. Aber trotzdem. Gut, Fazit. Ey, die Vocals am Anfang geisteskrank. Ich weiß nicht, wer die Vocals gemacht hat. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es Shogun war, weil es klang sehr stark nach Shogun auf jeden Fall. Beat war sehr strong, hat so einen rockigen Type irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe miese Nefex-Vibes bekommen. Aber ihr müsst verstehen, ich bin derbe Nefex-Fan. Ich höre Nefex eigentlich täglich Nefex, eigentlich immer, wenn ich am PC sitze, dann höre ich fast eigentlich Nefex immer. So, ich habe zwar die Musik, die ich runtergeladen habe, habe ich zwar auf Zufall, aber das irgendwie immer Nefex, weil ich irgendwie 132 Lieder von Nefex. Aber darum geht's nicht. Es geht um den Song und der ist krank. Seine Stimme gefällt mir auf diesem Track noch besser als auf dem letzten. Aber da war auch seine Stimme krass. Er hat generell eine krasse Stimme. Und er hat ja auch gerade gesagt, irgendwann holen wir uns den Vertrag. Ich wünsche, oder ich drücke euch die Daumen, dass das mit dem Vertrag klappt irgendwann. Dass ihr irgendwann in die Charts kommt und irgendwann 1 und Gold. Das wünsche ich mir für die 3 so sehr. Ich wünsche es mir so sehr. Geisteskranker Song auf jeden Fall.
Geisteskrank. Geisteskrank. Ey, das ist mein neuer Lieblingssong jetzt von ihm. No joke, das ist mein neuer Lieblingssong. So, kommen wir zum nächsten Song, und zwar Shirushi Vision. Der wurde ja schon released als Single. Weiß ja nicht wann, ich glaube vor ein paar Monaten oder so kam der schon raus. Und ja, hören wir rein. Beziehungsweise ich kenne den schon, aber na, für die Reaction höre ich mir den nochmal an. So, ich höre mir den auch so noch an, aber es ist halt geisteskrank, kann ich schon sagen. Let's go. Ey, dieser Beat ist immer noch geil. Dieser Beat ist immer noch geil. Egal wie oft man diesen Song gehört hat, er ist immer noch geil. Auch geisteskranker Einstieg wieder. Geisteskranker Einstieg. Was ich begleite bis zum Tod, eine Bruderschaft, die für immer bleibt. Supporten uns gegenseitig und stehen füreinander ein. Danke an wirklich jeden, der unsere Mucke pumpt. Nicht mehr lange und wir ficken die Szene aus gutem Grund. Ey, pumpt die Mucke. Pumpt die Mucke bis, weiß ich nicht, bis bei Streaming Zahlen 2 Milliarden bei 2 Millionen bei jedem Song steht. Gönnt ihm. Ist nicht mein Weg, sondern unsere Vision. Machen Mucke auch Spaß, verfolgen unsere Vision. Sie hören meine Mucke im Loop, verfolgen meine Vision. Von Musik nie genug. Irgendwann geht es dann rund, Shiroshi auf die Eins. Es ist ein Label, was für immer bleibt. Sie rappen von Drogen und über Moos, doch wissen nicht, was Bruderschaft bedeutet. Und ziehen über Koks, hab ich's immer gesagt. Zieh mit Musik weiter durch, den werd ich nie mehr los. Verfolgt meine Vision, Shiroshi ist das. Ey, auch der Einstieg in die Hook vom Part aus. Sehr, sehr geil mit dieser, mit dem Hintergrund auch gewesen, mit diesem Ja, oder ich weiß nicht, was da im Hintergrund war. Es klingt auf jeden Fall so wie Ja, so ein langgezogenes, böses Ja. Sehr geil, sehr geil. Immer wieder aufs Neue geil. Immer wieder, wenn ich diesen Song höre, ist der Song einfach brutal geil. Steht dabei, wer den gemacht hat? Nee. Okay. Hätte ja sein können, dass dabei steht, wer den Song gemacht hat. Das hat mich nämlich echt mal interessiert. Aber das wurde ja auch am Anfang gesagt, wieder. Was ich begleite bis zum Tod, eine Bruderschaft, die für immer bleibt. Supporten uns gegenseitig und stehen füreinander ein. Danke an wirklich jeden, der unsere Mucke pumpt. Nicht mehr lange und wir ficken die Szene aus gutem Grund. Ey, meiner Meinung nach habt ihr die Szene schon gefickt. Ihr habt die Szene schon gefickt. So, vor allem die Frage bleibt sich, welche Szene wollt ihr ficken? Die Szene ist schon längst gefickt. Oder die Szene ist gefickt. Was und wem wollt ihr da noch ficken in dieser Szene? Bitte. Diese Szene ist schon am Arsch, Bruder. Bitte. So, meiner Meinung nach haben die drei für mich Deutschland erobert. So, für mich haben die drei Deutschland schon durchgespielt. Ich bin echt mal gespannt auf die Dinge, die Shogun noch released. Was von Takumi noch kommt. Vor allem aufs Album bin ich gespannt. Und von Gohan, vielleicht hört man da auch irgendwann nochmal was. Vielleicht hört man ja sogar nochmal von den dreien zusammen was. Das würde auch übertrieben geil kommen. Von den drei zusammen nochmal was hören. Irgendwie, keine Ahnung, Takeover 3, Bruder. Ey, imagine. Es kommt tatsächlich Takeover 3, dann habe ich es einfach predicted. Oder keine Ahnung, irgendwie nochmal ein Song von Shogun und Takumi, Gohan und Takumi, Shogun und Gohan. Oder Shogun und Takumi. Oder wie gesagt, hat alle drei, Digga. Ich würde es so geil so geil finden, wenn die drei mal wieder zusammen einen Song machen. Oder wenn zwei Leute davon mal einen Song machen. Ey, ich würde es so krank fühlen. Aber. Ah, weiter mit der Vision von Shirushi. Beziehungsweise Shirushi Vision. Aber ich wollte dieses Wortspiel gerade. Yeah. Ja, scheiß drauf, vor, reingeschissen. Es ist nicht mein Weg, sondern unsere Vision. Machen nur viel Spaß, verfolgen unsere Vision. Ey, was war das für ein Übergang? Was war das für ein geiler Beat-Übergang in den zweiten Part? Gefällt mir. Schmeckt.
Ich hab es euch doch gesagt, zerreiß auch richtig in Art von Beats, wie es keins weiter kann. Wenn ihr die Songs an einem Mann, sind nicht seit gestern bekannt. Unsere Mucke überschwemmt so langsam das Land. Ey, ihr sollt mehr Mucke machen. Gut, Takumi hat für die nächsten paar Monate ausgesorgt mit seiner EP jetzt. Wahrscheinlich. Oder beziehungsweise, ja, so für 2-3 Monate hat er jetzt ausgesorgt. Aber ich freue mich übertriebenst darauf, was so passieren wird. Was so kommt in den nächsten Tagen, nächsten Wochen und so. Und ja, mal gucken, ne, was so kommt. Vielleicht kommt da noch geiler Shit raus. Mal schauen. Wer weiß. Weiß natürlich keiner. Ne? Aber ja. Ey, ich bin so krank gespannt, wie gesagt, was da noch kommt. Aber für mich persönlich von den 3 Songs jetzt ist Nur Dich für mich der krasseste Song. Ist für mich gerade echt der geilste Song gewesen. Ich muss kurz dazu sagen, zum nächsten Track muss ich kurz was sagen. Der kam letzte oder vorletzte Woche irgendwann raus. Oder ich glaube vor 3 Wochen, 4 Wochen. Und ich habe den bis dato noch nicht gehört. Weil ich nämlich irgendwie gewartet habe, ob ein EP kommt. Ich habe tatsächlich gewartet, ob ein EP kommt. Und tatsächlich kam dann die Ankündigung für die EP. Und da er da schon ein Bild gepostet hat, beziehungsweise gezeigt hat in seiner Story bei Instagram, hat er nämlich ein Bild gezeigt, wo die Songs stehen, die auf der EP kommen. Und da ich gesehen habe, dass da Sommernacht drin ist, habe ich mir selber gesagt, okay, ich mache keine. Ich höre mir den nicht vorher an, sondern ich warte, bis die EP kommt. Dann, wo das Datum, wo er dann das Bild gepostet hat von dem EP-Cover, wann das kommt, habe ich noch darunter gefragt, in den Kommentaren halt, ob ich reacten darf. Deswegen kommt diese Reaction hier auch, ne? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, geiler Song. So, kann man nichts gegen sagen. So, Takumi macht halt auch gute Musik, so, ne? Gönnt euch die Gegensatz-EP. Gönnt euch die Gegensatz-EP. Die war geisteskrank. Die war echt geisteskrank. Habe ich jetzt aber kein persönliches Lieblingslied draus aus der EP. Waren alle krass, deswegen habe ich kein Lieblingslied. So, weiter. Meine Lines bin ich irgendwann auf dem Thron. In meinen Augen ist Kid Norani ein Huren, so ein kleiner Junkie. Kleiner Diss am Rande muss auch mal sein. Wird von mir nicht verschont, wie seine Mama gezeigt hat, weil er nie ein Wurf so. Langsam aber sicher wird es Zeit, diese Szenen an den Wendepunkt zu bringen. Wenn nicht, ist es irgendwann zu spät und die Szene wird überschwemmt von belanglosen Talenten. Boah, meiner Meinung nach, das mit diesem belanglosen Talent, was wir haben im Deutschrap, meiner Meinung nach, Bruder, ist das Land schon überschwemmt von belanglosen Talent. Also, wir haben irgendwelche, keine Ahnung, 14, 15-Jährigen, die gefühlt einen auf keine Ahnung was machen, der, ja? Wo ich mir einfach so wirklich so denke, so, Bruder, warum, Bruder? Ey, bitte! Wo ich mir Real Talk einfach so denke, nein, ihr macht keine gute Mucke. Was versucht ihr? Hört auf mit Musik, Wanda. Ey, es gibt so viele Leute, die Musik machen, wo ich mir aber denke, so, Bruder, lass sein, hör wieder auf. Du hast versucht, aber hör auf, bitte. Hör einfach wieder auf, Bro, bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Real Talk jetzt. Sicher, man geht um 2 Jahre und das, was ich in den Händen halte, ist dann der Vertrag. Ich werde lange unter Traum mit wahr. Das uns Rettung nahe. Verfolge meine Vision, Chirurgie ist das Label, was mich begleitet bis zum Tod. Meine Bruderschaft, die für immer bleibt. Supporten uns gegenseitig, euch stehen füreinander ein. Danke an wirklich jeden, der unsere Mucke kommt. Ich bin allen und wir ficken die Szene aus gutem Grund. Ey, wie gesagt, ihr habt die Szene gefickt. Ihr habt sie gefickt. So, wobei eigentlich, wie gesagt, man kann nichts ficken, was gefickt ist. So, ne? Und diese Szene ist gefickt. Und definitiv haben Gohan, Shogun und Takumi mitgewirkt, diese Szene zu ficken. So, die 3, also Shogun, Gohan, Takumi, die reanimieren gerade diese Deutschrap-Szene. So, mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen.
Es ist nicht mein Weg, sondern unsere Vision. Machen Movie auch Spaß, verfolgen unsere Vision. Geiler Song. Geiler Song, wirklich. Ja, Fazit zum Track. Man muss auf jeden Fall sagen, man hört, beziehungsweise was man hört, man merkt auf jeden Fall, dass da, ja, nicht Arroganz drin steckt, sondern so eher diese Lust dahinter, diese Tracks zu machen. Man hört, wie motiviert er ist. Klar, es gibt Leute, die hören sich noch motivierter an, aber ganz ehrlich, es gibt auch einfach Leute, die sagen, ich mache den krassesten Rap und so, und am Ende machen die einfach komplett Müll. So, was man bei Takumi definitiv nicht sagen kann. Er macht definitiv geile Mucke. Und ja. Deswegen, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich bin mir unsicher. So, ich bin mir echt unsicher, ob die Szene nochmal richtig gerettet werden kann. Aber definitiv, Shiroshi Records versucht auf jeden Fall, die Szene zu retten. So, meiner Meinung nach schaffen die es auch relativ gut. Wenn man überlegt, die machen echt geile Musik. Aber ja. Gut, kommen wir jetzt zu dem Track, der neu ist, der ja erst released wurde vor 2 oder 3 Wochen. Ja, gehen wir da mal rein. Ne? Wie gesagt, ich habe den noch nicht gehört. Ich muss ganz kurz meinen Browser aufmachen. Ich brauche den ganz kurz. Deswegen nicht wundern, deswegen gerade der Widescreen. Ja, nicht wundern, ich muss ganz kurz was machen. Aber wir gehen schon mal rein in den nächsten Track. Schön, jetzt krieg ich Werbung. Warum kann dieser Inhalt nicht geladen werden? Small. Scheiße, Werbung, Bruder. Geh mal weg mit Werbung, Alter. Hier kommt keine Werbung. Nein. Rein da. So, jetzt aber rein. So, hat er schon. Ey, was ist das für ein geiler Beat? Boah, so ein Sommerbeat, Digga, ist das geil, Alter. Boah, Sommerbeats sind so schön. Boah, diese Gitarre, ne? Oh, ey, BT, mach mehr, nimm mehr von solchen Beats. Das kommt noch geiler, das kommt geiler, glaub mir. Straßen dieser Welt, denk dabei an nichts, denn ich bin einfach ich selbst, ey, mit den Homies ganze Nacht. Oh, schöne Line, ich denk dabei an nichts, denn ich bin ich selbst. Schön, sehr schöne Line. Unterwegs, treten zwei der Wege und genießen unser Leben, ey. Ich laufe durch die Straßen dieser Welt, denk dabei an nichts, denn ich bin einfach ich selbst, ey, mit den Homies ganze Nacht unterwegs, treten zwei der Wege und genießen unser Leben, ey. Wir laufen ganze Nacht durch die Stadt, ey. Machen wir so weiter, es war wieder Tag, ey, yo. Auf und auf meine Zeit verschwende. Mache diesen Scheiß bis zum Lebensende. Doch wird Zeit, dass sich das Blatt mal wendet. Und ehe wir uns versehen, ist der Tag zu Ende. In schweren Zeiten hast du mir Kraft gespendet. Und möchte nicht, dass dein Tag mal endet. Irgendwann einfach alles vorbei. Für immer independent, mach den Scheiß hier allein. Keine eigene Meinung, nicht fehlerfrei. Ich stoße an. Auf eine gute Zeit. Ich glaube nicht. Ey, geiler Part. Auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Sehr schöner Part. Gefällt mir. Ich muss auch ehrlich zugeben, er hat es auf jeden Fall drauf mit solchen Sommersongs. Da will ich auch gar nichts zu sagen und so, ne? Will ich gar nichts gegen sagen. Und meiner Meinung nach ist es halt. Oder beziehungsweise ich bin halt echt gehypt aufs Album. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass da geile Sachen kommen. Wahrscheinlich auch Tracks, die wir schon kennen. Würde mich halt nicht wundern. So, weil. Oh gut, ich kann mir auch irgendwie vorstellen, aus der Gegensatz-EP, dass da auch noch was draus kommt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber man weiß es nicht. Weil noch weiß man ja nicht, was da kommt auf dem Album. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Aber wie gesagt, solche Sommersongs von ihm müssen mehr kommen, meiner Meinung nach. Er muss mehr Sommersongs machen. So klar, die im Moment ganz Deutschland macht gefühlt nur Sommersongs. Aber egal, weil Sommersongs kommen gut. Zumindest jetzt gerade, auch wenn gefühlt Welt
Untergang war die letzten 2-3 Tage. Aber egal. Egal. Mache mehr Sommersongs, bitte. Oder bitte. Die Straßen dieser Welt, denk dabei an nichts, denn ich bin einfach ich selbst, ey. Mit den Homies ganze Nacht unterwegs, treten zwei der Bichi und genießen unser Leben, ey. Ey, ich glaube, mit ihm so einen Tag einfach verbringen, ich glaube, das wäre funny as hell, Alter. Ich glaube, das wäre funny as fuck einfach. Ich glaube, wenn man mit ihm so einen Tag verbringen würde, so und dann abends, keine Ahnung, noch so ein, zwei Bierchen zum Abschied, ey, das wäre, glaube ich, der chilligste Tag überhaupt, Alter. No joke, das wäre, glaube ich, einfach wirklich der chilligste Tag überhaupt. Ich laufe durch die Straßen dieser Welt, denk dabei an nichts, denn ich bin einfach ich selbst, ey. Mit den Homies ganze Nacht unterwegs, trinken zwei der Bierchen und genießen unser Leben, ey. Ja, das meine ich so, also, ne, mit diesen 2-3 Bierchen und dann einfach Leben genießen. So. Ich stelle mir das so chillig vor, einfach so einen Tag mit dem Bruder. Ich kann es mir halt einfach so entspannt vorstellen. Aber, ja. Auf jeden Fall zum Beat muss ich ehrlich sagen, ich habe wieder Neffex-Vibes. So, irgendwie kam mir bisher, zumindest bei Nur Dich und jetzt Sommernacht, habe ich halt irgendwie mies Neffex im Kopf. Weil Neffex hat so ähnliche Beats. So, klar, Neffex macht seine Sachen selber. So, das ist ja einer, glaube ich. Und ich glaube, Neffex besteht aus einem oder zwei Leuten. Und so, die machen halt ihre Beats komplett selber. Die machen auch diese Videos selber. Ich verstehe nicht mal, wie die diese Videos machen. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt gerade bei Nur Dich und jetzt bei dem Track Neffex im Kopf, im Hinterkopf auch, weil ich einfach Neffex raushöre. Ich weiß nicht warum, ich höre vom Beat her Neffex raus. So, vielleicht höre ich auch einfach zu viel Neffex, kann auch sein. Aber ich höre Neffex raus. Und ganz egal, was auch passiert, blicke Richtung Zukunft, denn ich bleib bei dir. Alles, was ich brauche, ist an mein Papier. Und ganz egal, was auch passiert, ich bleibe independent, unterschreibe keine Major Deal. Diese Raten sind fake, das brauche ich nicht erwähnen. Doch sind in der Lage, in den Spiegel zu sehen. Sie kaufen Klicks, um relevant zu bleiben, doch sie nicht. Ey, dieses Klick kaufen, ey, bitte. Ich bin so froh, wenn das irgendwann mal ein Ende hat, ne? Diese ganze Klickskauferei und so, Digga, das geht mir so auf die Nerven. Irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, Rap seit 2 Tagen machen, gehen auf 1, 2 die Klicks gekauft haben. Und dann Leute, die länger Rap machen, sind einfach so auf Platz 20, 30. Und das nur, weil die keine Klicks haben, oder? Und das, obwohl meistens diese Songs von den Leuten, die Rap länger machen, besser sind als die von den Leuten, die angefangen haben und die auf 1 sind. Digga, diese Szene ist komplett am Arsch, Alter. Jeder kauft bei irgendwem Klicks an rein. Was ist das? Ich mach das hier ganz alleine. Und was ich mach, ist vielleicht nicht fehlerfrei. Aber ich schluss an auf eine gute Zeit. Schon bald ist der Tag vorbei. Aber es hindert mich nicht frei zu sein. Ist das seine Stimme im Hintergrund, die da gerade doppelt drauf ist? Ist das seine Stimme im Hintergrund? Nicht frei zu sein. Ey, das klingt krass, das klingt krass. Klass, was ist Klass, Len? Ich laufe durch die Straßen dieser Welt. Denk dabei an nichts, denn ich bin einfach ich selbst, ey. Mit den Homies ganze Nacht unterwegs. Treten zwei der Bichi und genießen unser Leben, ey. Ich laufe durch die Straßen dieser Welt. Denk dabei an nichts, denn ich bin einfach ich selbst, ey. Mit den Homies ganze Nacht unterwegs. Treten zwei der Bichi und genießen unser Leben, ey. Geil, geiler Song auf jeden Fall. Geiler Song. Ey, ich bin ehrlich. Eigentlich hätte ich das live machen müssen. Eigentlich hätte ich so eine Live-Reaction darauf machen müssen, dass ich dann halt als Stream. Aber ich mache das eher als Video, weil als Video ist das halt auch chilliger für mich dann. Und ja. Jetzt hab ich vergessen, was ich sage. Achso, genau. Fazit vom Song, genau das wollte ich sagen. Auf jeden Fall muss ich sagen, Fazit zum Song, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Es hat, wie gesagt, ich habe Netflix-Vibes bekommen. Und ja, auf jeden Fall, man muss aber ganz ehrlich sagen, er hat solche Sommersongs echt gut drauf. Das war ein richtig geiler Sommersong. So, das war ein richtig geiler Sommersong. Muss man ehrlich sagen. Also, no joke, ich bin
froh, dass ich gewartet habe mit dem Anhören von dem Song. Ich bin froh, dass ich gewartet habe. Es hat sich nämlich gelohnt. Es hat sich gelohnt zu warten, dass ich mir Sommernacht angehört habe. Und ey, ganz ehrlich, Respekt. Respekt für den Song, wirklich. So, die letzten zwei Songs haben wir jetzt noch. Und zwar Wertschätzung und Suche. Suche kann ich mir, wie gesagt, deep vorstellen. Und Wertschätzung stelle ich mir auch ein bisschen deep vor. Aber schauen wir mal, was Wertschätzung uns jetzt gibt. Ne? Schauen wir mal rein. Habe ich gerade gesagt, schauen wir mal rein? Hören wir mal rein eher. Zeit zurück, erlebt alles, was damals war. Lernte dich so zu lieben, mich aneinander ran. Es war so schön zu sehen, wie wir beide im Einklang waren. Ein unschlagbares Team, ja, uns kann keiner was. Du hast mich verstanden, so wie es keiner tat. Mich für alles wertgeschätzt, egal was war. Du hast ein Charakter aus Gold, doch auch das machte uns keiner vor. Seh dich an der Bar und sprich dich an. Es ist der richtige Weg, allein ich danach im Suff. Kopf so kaputt, Gedanke schon in der Luft. Die Streitigkeiten landen wir wieder im Zoff. Sag mir bitte eins, was ist der Grund hierfür? Immer alles gegeben, was ist der Dank dafür? Ich kann dich nicht verstehen. In einem Moment bist du der netteste Mann, am Moment bist du der Teufel himself. Alter. Okay, ich muss zum Beat sagen, der Beat ist geil. Diesmal ohne Netflix-Vibes. Ja. Aber der Beat ist auf jeden Fall geil. Seine Stimme kommt doch sehr, sehr strong drauf, muss ich auch zugeben. Textlich, er ist einfach eine textliche Textmaschine, Bruder. Was soll ich dazu noch groß sagen, ne? Oh, er kann's einfach. Er kann es einfach. Junge, rein, weiter. Such dich zu begeistern, doch ich weiß nicht wie. Dazwischen uns ist dir anscheinend zu viel. Leere Blicke treffen sich bei dir an der Wand. Damals war die Zeit einfach so entspannt. Dreh die Zeit zurück, erleb alles, was damals war. Lernte dich so zu lieben, mich aneinander ran. Es war so schön zu sehen, wie wir beide im Einklang waren. Ein unschlagbares Team, ja, uns kann keiner was. Du hast mich verstanden, so wie es keiner tat. Mich für alles wertgeschätzt, egal was du hast. Du hast ein Charakter aus Gold, doch auch das machte uns keiner vor. Laufe geradeaus und ge Ey, aber die Hook ist geil. Die Hook feiere ich. Ich feiere die Hook irgendwie auch, weil die Stimme dann so ein bisschen anders ist, weil die ist so ein bisschen nicht gesungen, aber das Ende von der Hook ist so ein bisschen langgezogen, ne? Und das ist halt geil. Oder halt länger gerappt. Sag ich jetzt mal. Das ist halt geil. Das kommt übelst geil. Schritte zurück in ständiger Dunkelheit, fandest du auch mal Glück. Erzählst du von Ängsten und Sorgen, das ist für mich ein Problem, denn ich war der Einzige, der dich versteht. Jemand fickt, was andere sagen, bau mich selber auf. Frei wie ein Astronaut, schweb in die Welt hinaus. Das Leben ist zwar hart, ja, das weißt du genau. Ich hoffe, die Erinnerung werden niemals grau. Versuch dich zu begeistern, doch ich weiß nicht wie. Dazwischen uns ist dir anscheinend zu viel. Leere Blicke treffen sich bei dir an der Wand. Damals war die Zeit einfach so entspannt. Dreh die Zeit zurück, erleb alles, was damals war. Lernte dich so zu lieben, mich einander ran. Es war so schön zu sehen, wie wir beide im Einklang waren. Ein unschlagbares Team, ja, uns kann keiner was. Du hast mich verstanden, so wie es keiner tat. Mich für alles wertgeschätzt, egal was war. Du hast ein Charakter aus Gold, doch auch das machte uns keiner vor. Und hier auch wieder dieser Beat-Ausklang am Ende. Sehr geil. Also, ich muss sagen, der Song kommt für mich persönlich nicht an Sommernacht ran. So, Sommernacht war von den letzten drei bis jetzt gerade der krasseste. Aber
Es ist auf jeden Fall Abwechslung in der EP. So, man hat diese starken Tracks, man hat diese deepen Tracks, man hat einen Sommersong drauf. Ey, was will man bitte mehr? Was soll denn bitte auf sein Album kommen, wenn das mal droppt? Bruder, was soll da bitte auf deinem Album kommen? Bitte. Kommen dann 18 Sommersongs, 14 Wintersongs, 8 Herbstsongs und weiß ich nicht, 40 Frühlingssongs? Ey, ich würde es fühlen, wenn er auf dem Album so einen Sommersong, Frühlingssong, Wintersong und Herbstsong hat. So, dass einfach 4 Jahreszeiten so gesehen auf dem Album vertreten sind. Das würde ich fühlen. Das würde ich noch fühlen. Aber, ja, mal gucken, was auf dem Album passiert. Ne? Man weiß es noch nicht. Ne? Man weiß ja noch nicht mal, wann das droppt. Gut, warum sollte man das jetzt ankündigen? Boah, er hat jetzt erst seine EP gedroppt. Er kann sich Zeit lassen jetzt, ne? Er kann sich jetzt erstmal Zeit lassen. Also, Bruder, lass dir Zeit mit deinem Album. Konzentrier dich. Mach, wann du Bock hast, die Songs. Und, ja. Geil. So, gehen wir rein in den letzten Track von, ja, von der EP. Starten wir rein, let's go. Okay, der könnte deep werden, der könnte deep werden. This is Demix. Was soll ich tun? Ich bin verloren in der Welt. Was soll ich tun? Bin auf der Suche nach mir selbst. Was soll ich denn tun, wenn man im Inneren nur Leere spürt? Aber niemals mehr im Leben wird dich dein Herz berühren. Seit Jahren bin ich auf der Suche nach mir selbst. Seit langem überlege ich mir, was mich denn noch so hält. Es gibt Tage, an denen ich mich gerne zurückerinnere, und dann gibt es diese Art von Treue, die ich gerne in Flammen mache. Seit Jahren bin ich auf der Suche nach mir selbst. Seit langem überlege ich mir, was mich denn noch so hält. Es gibt Tage, an denen ich mich so gerne zurückerinnere, und dann gibt es diese Art von Treue, die ich gerne in Flammen mache. Was soll ich sagen? Im Herzen drück ich das Licht. Was du nicht weißt, im Inneren lieb ich dich. Die Welt ist zwar finster und manchmal auch ziemlich grau, aber was das damals mit uns war, das weiß keiner so genau. Es ist der Tunnel am Ende des Lichts. Was da oben funkelt, das sind wir im dämmernden Licht. Die Stille zerreißt die Gespräche und die Gefühle. Seit längerem kein Plan, wo ich bin. Ich bin verdammt nochmal müde. Seit Jahren bin ich auf der Suche nach mir selbst. Seit langem überlege ich mir, was mich denn noch so hält. Es gibt Tage, an denen ich mich so gerne zurückerinnere. Ey, ich muss ganz kurz was sagen. Die Hook ist geil. Ich hatte auf jeden Fall dann ja recht, dass das so, ich sag jetzt mal, ein deeper Song wird. Ich habe das ja auch am Anfang gesagt, so, ich feiere deep Songs. So, gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Und ja, ich muss auch ehrlich zugeben, seine Stimme kommt noch brutaler als auf den ganzen anderen Songs. Also von der EP ist das jetzt mein Lieblingssong. Von der EP ist das mein Lieblingssong. Brauch ich nicht mehr zu sagen eigentlich. Beat ist auch sehr, sehr geil gemacht. Gibt es diese Art von Treue, die ich gerne in Flammen mache? Seit Jahren bin ich auf der Suche nach mir selbst. Seit langem überlege ich mir, was mich denn noch so hält. Es gibt Tage, an denen ich mich so gerne zurückerinnere. Und dann gibt es diese Art von Treue, die ich gerne in Flammen mache. Still und heimlich hörst du allein meine Songs. Der Aufwand und die Anstrengung waren nie umsonst. Es gibt Tage, an denen ich mich einsam und alleine fühle. Aber ich gebe nie die Hoffnung auf, dich einmal nachzufühlen. Es ist Nacht, sitz am Rechner und schreibe Songs. Aber Rapper geht es aber, von mir bekommen sie kein Pardon. Vielleicht hörst du diesen Song. Oh, okay, da auch wieder Pardon. Da auch wieder eine Pardon-Nein. Sehr schön. Bitte zu mir zurück, ich ertrag es nicht, bis er ist alles. Um mich herum ist Glück. Alles, was ich sage, das ist so fucking wahr. Damals beste Freunde gewesen, jetzt bist du nicht mehr da. Ich vermisse dich und die dunklen Gespräche in der finsteren Nacht. Fuck, verdammt, was haben wir denn bloß gemacht? Seit Jahren bin ich auf der Suche nach mir selbst. Seit langem überlege ich mir, was mich denn noch so hält. Es gibt Tage, an denen ich mich so gerne zurückerinnere. Und dann gibt es diese Art von Treue, die ich gerne in Flammen mache. Seit Jahren bin ich auf der Suche nach mir selbst. Seit langem überlege ich mir, was mich denn noch so hält. Es gibt Tage, an denen ich mich so gerne zurückerinnere. Und dann gibt es diese Art von Treue, die ich gerne in Flammen mache.
Nein, geh mal weg mit Werbung. Ey. Ey, was soll ich sagen, ganz ehrlich? Geile Tracks auf jeden Fall dabei. Der letzte Song hat mich gerade übelst geflasht, weil der wieder in diese deep Richtung ging. Das glaube ich. Der ging wieder in diese deep Richtung und ich habe das ja schon jetzt, weiß ich nicht wie oft erzählt, dass ich diese deepen Songs einfach liebe. Ich liebe deepe Songs. Und ganz ehrlich, mit dem Song jetzt, also mit dem Song Suche, hat er mich gecatcht, was deepe Songs angeht. Von ihm hat er mich jetzt gecatcht mit diesem Song. Und jetzt kommt meine Bitte, hau mir deepe Tracks raus. Weil ich liebe solche deepen Tracks. Hau auch harte Tracks raus, mir egal. Hau solche Sommersongs raus. Hau solche Songs wie Nur Dich raus. Ey, bitte, dein Album muss krass werden. Sein Album wird krass. Ich predikte, sein Album wird krass. Aber ganz ehrlich, mit dem Song hier hat er mich jetzt gecatcht. Mit dem Song hat er mich gecatcht. Bin ich ehrlich. So, ich brauche auch gar nicht viel dazu sagen. So, wie gesagt, er hat mich mit dem Song gecatcht. Gefällt mir. I love it. Und ja, gönnt euch die EP. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Gönnt euch. Gönnt euch diese EP. Streamt sie hoch und runter, rauf und runter, rechts nach links. Streamt die weg, die Playlist, Alter. Wirklich. Streamt die komplett durch 24, 7, 365. Bitte. Gönnt dem Jungen. Gönnt dem Bruder. Und dann alles Paletti, wie Manetti. Scheiß drauf, wirklich. Ey. Scheiß auf wirklich drauf, ne? Meine Wortspiele sind beschissen. Ich scheiß auf drauf wirklich. Leute, wenn euch diese Reaction hier gefallen hat, dann lasst sehr, sehr gerne, das war mies low gerade, I'm sorry. Lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, schaut in die Videobeschreibung. Wie gesagt, da ist die EP verlinkt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, was auch immer ich dann hochlade. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold. It's so bad.